Es sind wieder die typischen Flughafenszenen, die am Anfang der meisten Fernreisen stehen. Aber wie soll man auch sonst ohne Flugzeug das Traumziel Hawaii binnen 20 Stunden zügig erreichen? 11.977 Kilometer liegen allein zwischen Frankfurt und der Metropole Honolulu. Wohl auch deshalb legen die meisten Linienflüge mindestens einen Zwischenstopp ein. Und damit beginnen wir diesen Trip in San Francisco. Ich bin hier gerade angekommen und hier ist es jetzt 17.46 Uhr Local Time. Die innere Uhr sagt, es ist 2.46 Uhr. Um 6 Uhr heute Morgen bin ich in Kassel aufgestanden und das erklärte Ziel ist Honolulu, Hawaii. Und genau das will ich euch in diesem Video mal zeigen. Ich habe mir die Insel Oahu und Big Island ausgesucht. Und da komme ich heute Abend um 21.33 Uhr an. Aber vorher muss ich erstmal noch ein bisschen warten und dann geht's los. Well, ladies and gentlemen from the front desk, your captain speaking. My turn to welcome you on board flight 901 with non-stop same day service to Honolulu. Our flight time scheduled for 5 hours, 22 minutes and 10 seconds. We'll have mostly a smooth ride at 36,000 feet. There's going to be a few areas of some speed bumps. Otherwise, we invite you to enjoy the flight, hospitality, find somebody nice to talk to. Die Bay Area in der Abendsonne. Ein einmaliger Anblick. Letzte Blicke schweifen auch zurück auf die Golden Gate Bridge, ehe UA 901 über den unendlichen Weiten des Pazifiks verschwindet. Die Heimat ist nun sehr weit weg. Vor mir liegen nochmals lange 5 Flugstunden und der längste Sonnenuntergang, den ich bis dato gesehen habe. Der südliche Kurs lässt die Sonne schließlich untergehen. Der Flug zieht sich. Aber dann, irgendwann tauchen in der Dunkelheit wie aus dem Nichts plötzlich Lichter auf. Die Hawaii-Inseln. Nach 19 Stunden Reisezeit ist das paradiesische Ziel auf der anderen Seite der Erdkugel endlich zum Greifen nahe. Welcome to beautiful Hawaii, ladies and gentlemen. We've just landed at the Honolulu International Airport. And we've made up a lot of time. The time here is 9:19 p.m. And by the time we park at our gate, we should be about 8 or 9 minutes ahead of schedule. Till that time, we bid all of you a warm aloha and a most pleasant good evening. Well, ladies and gentlemen, I had to stop here because I heard somebody in row 23 unfasten their seatbelt. No, I'm kidding. Hawaii, ich kann es kaum glauben, dass es mich hier mal her verschlägt. Krass. So, da ist der Terminal, also der, wo ich gerade angekommen bin. Und da muss ich jetzt langlatschen, um den Koffer abzuholen. Dann machen wir das jetzt mal. Jetzt ist es 21.37 Uhr, zu Hause ist es 9.37 Uhr. Jetzt habe ich also mal wieder mehr als 24 Stunden voll gemacht. Und hoffentlich geht das hier gleich mal los, dass ich nämlich gleich auch den Mietwagen von Budget abholen kann. Typisch Amerika. Mal wieder so ein kleines, winziges, überhaupt nicht voluminöses Auto. Man könnte es auch Dodge Caliber nennen. Böse Zungen fragten bei der Reiseplanung gar, ob überhaupt ein Auto auf der Insel nötig sei. 224 Meilen, also knapp 350 Kilometer, wird mich der Wagen auf Oahu begleiten. Der erste Weg zum Hotel in Waikiki führt mich über den Highway H1 in die Stadt. Eben noch sah ich das Lichtermeer von oben, nun tauche ich direkt darin ein. So, jetzt ist es 11.20 Uhr Local Time. In Kassel ist es 11.40
18 Local Time, allerdings morgens. Das hier ist der Raum. Die Klimaanlage wird wahrscheinlich dauerlaufen, weil es ist hier mächtig schwül warm drin. Es ist voll heftig. Das Hotel habe ich vergleichsweise schnell gefunden. Also wenn man mal so sieht, wie lasch ich bin, ja, Augen sind nicht mehr so super fit, aber ist egal, ich habe es gefunden, ich bin angekommen. Ja, ich würde sagen, jetzt liegt mir erstmal Honolulu zu Füßen und das werde ich jetzt hier mal inklusive der Insel so die nächsten Tage unsicher machen und ihr seid dabei. Guten Morgen, Waikiki. Die langen Reisestrapazen wollen nun umgehend belohnt werden. Gut, dass der weltberühmte Strand Waikiki Beach nur 2 Fußminuten vom Hotel entfernt liegt. Ein Pluspunkt für diese Bleibe, die pro Nacht inklusive Parkplatz rund 55 Euro kostet. Also dann, auf geht's! Palmen, Sonne, Strand und Wasser. Dafür ist Waikiki Beach weltberühmt. Dank des hohen Wellengangs kommen auch Surfer auf ihre Kosten. Vorreiter dieser Hawaii-typischen Sportart war Duke Kahanamoku. Er gilt allgemein als Begründer des modernen Wellenreitens. Hatten es die Missionare von Hawaii einst als verdammenswert verboten, wurde es Anfang des 20. Jahrhunderts durch ihn wiederentdeckt und weltweit populär gemacht. Schon während seiner Jugend begann Kahanamoku ein Vorläufermodell der heutigen Surfbretter zu entwickeln und orientierte sich dabei an den seit Jahrhunderten bekannten hawaiianischen Olo-Brettern, aus dem Holz der Koa-Akazie gefertigt. Generell war Wasser sein Element, was in mehrfachen Olympiasiegen im Schwimmen resultierte. Aufgrund seiner Verdienste ist die ihm zu Ehren errichtete Statue am Waikiki Beach oft mit Lais, den bekannten Blumengirlanden, geschmückt. Abseits des Strandgeschehens wird schnell klar, wer glaubt, hier einen akustisch ruhigen Urlaub genießen zu können, wird aufgrund des Straßenlärms schnell eines Besseren belehrt. Viele Autos befahren die Promenadenstraße Kalakua Avenue, an der man auch alles das kaufen kann, was Touris so brauchen. Vom Strandtuch bis zum Joghurt bieten die zahlreichen ABC-Stores obendrein einen Preisplus von sagenhaften 10%. Hier kann man jede Menge entsprechendes hawaiianisches Zubehör kaufen, wie zum Beispiel... Aber auch sonstiges Zubehör wie Sonnenbrillen, Sunblocker oder Handtücher mit entsprechenden Motiven bekommt man hier doch in großer Auswahl.
bietet jedoch nicht nur in Waikiki Sehenswürdigkeiten, sondern auch im Stadtkern in Downtown selber. Und hier ist zum Beispiel der Sitz des Senats und des Repräsentantenhauses ansässig im Regierungsgebäude. Und über mir hängt jetzt so ein riesengroßes, bronzenes Teil an 4 verschiedenen Stahlketten. Hoffentlich fallen die nicht runter. Das sieht nämlich mächtig schwer aus. Und da steht drauf, dick und fett, State of Hawaii. Was es hier in Hawaii auch gibt, das sind die Bäume, die sozusagen von oben nach unten wachsen. Natürlich kann kein Baum in der Luft beginnen zu wachsen, das ist völlig klar. Aber dazu gibt es erstmal einen Hauptstamm, der in die Luft wächst. Und im Laufe der Zeit bilden sich dann hier diese Lianen aus, die von oben dann nach unten wachsen und das Erdreich suchen. Mit diesem dann verwurzeln. In einem etwas späteren Stadium kann man das Ganze dann hier wiedererkennen. Und natürlich stützen sie auch die gesamte Baumkonstruktion. Ich stehe jetzt hier in Honolulu Downtown vor dem Iolani Palace. Und das ist sozusagen der alte Sitz des Königs der Hawaiianer, ehe die Amis hierher gekommen sind und haben nebenan mal schnell noch ein etwas größeres und moderneres Regierungsgebäude gebaut. Nüchterne Worte eines Touristen. 1895 wurde die durch einen Staatsstreich zum Thronverzicht gezwungene Königin Liliuokalani für mehrere Monate im Palast inhaftiert. Eine Gruppe von Royalisten hatte zuvor versucht, das Königreich wiederherzustellen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt generell die wechselhafte Geschichte Hawaiis. Ehrenswerte Größe erlangte der erste König, Kamehameha I., dem eine Statue gewidmet ist. Während seiner Amtszeit von 1795 bis 1819 unternahm er einige Schritte, um sicherzugehen, dass die Inseln auch nach seinem Tod ein vereinigtes Reich blieben. Nach Kriegen galt er als gütiger und großzügiger König und wurde vom Volk verehrt. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Punch Bowl Crater. Das ist einer von den 2 Gott sei Dank schon erloschenen Vulkankratern. Dieser hier befindet sich direkt im Innenstadtgebiet von Honolulu und beherbergt mittlerweile das National Memorial Cemetery of the Pacific, also einen Veteranenfriedhof. Und die Fläche wird hier entsprechend genutzt, was aber viel besser ist. Von hier aus hat man eine richtig tolle Aussicht auf die Stadt. Wer übrigens auch mal zum Punchbowl Crater rauf will, der sollte sich beeilen. Um 18.30 Uhr macht das Ding nämlich zu. Gegen Frühabend ist man auf der Flaniermeile Kalakua Avenue ohnehin besser aufgehoben. Zumindest so lange, bis es dämmerig wird. Den Sonnenuntergang will ich mir nämlich danach von einer kleinen Landzunge, dem Ala Moana Park, ansehen. Ja, hier heißen sogar die Tankstellen Aloha. Okay, nicht alle, aber diese hier zumindest. Touristentage sind lang, aber irgendwann finden auch sie ihr Ende. Und es gibt in Honolulu keinen besseren Ort, das zu erleben, als im Ala Moana Park, wie ich finde. Dies ist wohl der Grund, warum ich während meines Aufenthaltes mir gleich 2 Sonnenuntergänge hier ansehe. Zu Recht wird man nach den folgenden Szenen auch feststellen, wer auf Hawaii keinen Sonnenuntergang miterlebt hat, war definitiv nicht hier.
Schön war's im Park. Nun geht's zurück Richtung Hotel. Immerhin ein Fußmarsch von einer guten halben Stunde. Aber Waikiki am Abend ist eigentlich eine eigene Sehenswürdigkeit. Amerika-typisch sind auch zu später Stunde noch einige Fahrzeuge auf der Straße unterwegs. Der Weg führt vorbei an den großen Hotels. Es zieht sich. Was war doch gleich der Grund, warum ich nicht mit dem Auto gefahren bin? Wahrscheinlich pures Glück. Beim International Marketplace, hier war ich heute Nachmittag schon, werde ich Zeuge einer Darbietung heimischer Tanzkünste. Spätestens jetzt begreife ich das erste Mal, dass ich auf Hawaii angekommen bin. Aloha and once again welcome to the International Marketplace. My name is Derek Daniels and I'm the director and choreographer of the show that you're seeing here tonight, which I've called Thank You. Are you guys enjoying the show thus far? Are you guys enjoying the price of our show? The best part, right? Free. Or as we say here in Hawaii, $3.99. Mittlerweile ist es dunkel geworden hier in Waikiki Beach und es ist immer noch super angenehm warm. Also es sind noch jenseits der 22, 23 Grad Celsius. Es ist jetzt natürlich nicht mehr so sehr viel los am Strand, aber dennoch ist das Wasser so warm, dass man jetzt eigentlich immer noch drinnen baden gehen könnte. Also es ist durchaus schon ein Grund, weshalb ich manche Leute verstehen kann, das hier ist Paradies. So ein bisschen haben wir ja jetzt schon was von Honolulu bei Tag als auch bei Nacht gesehen und auch schon so ein bisschen das Flair der Hawaiianer mitbekommen. Aber ich kann nicht die ganze Zeit hier nur in der Stadt rumhängen. Zwar ist die Insel nicht so sehr groß, man hat alles vergleichsweise schnell erreicht. Die Größenverhältnisse hier von Oahu sind nicht so riesengroß. Aber irgendwie muss das Auto ja auch mal bewegt werden und deswegen will ich mich jetzt da mal reinsetzen und mal ein bisschen hier durch die Gegend kurven. Die erste Inseltour führt mich über den Highway H1 und den Laikaikai Highway über die grünen Berge auf die Ostseite. Ein japanischer Tempel, ein Küstenpark, das polynesische Zentrum und das wellenreiche North Shore stehen auf dem Programm. Dabei geht es größtenteils immer schön an der Küste entlang. Noch ein bisschen höher.
Sehenswürdigkeit. Hier kann man sich botanische japanische Gärten und irgendwelche krassen Tempel reinfahren. Hello, how much is the entrance? Are you going to the temple? Yes, I would like to. Go straight, all the way to the back. Ach, das kostet Kohle. Hat da nicht jemand was in einem Reisetagebuch geschrieben, dass das Geld kostet? Ein Häuschen weiter werde ich doch noch 3 US-Dollar los. Dafür bekommt man japanische Kultur in Reinstform. Der Byodo-In-Tempel wurde am 7. Juni 1968 gebaut. Neben diesem Gebäude gibt es hier auch noch links daneben so eine typische buddhistische Glocke. Die wiegt 3 Tonnen und so ein Ding wollte ich schon immer mal läuten. Im Übrigen, dieser Tempel wurde ohne einen einzigen Nagel gebaut. Oahu, grüne Insel in den Weiten des Pazifiks. Besonders hier auf der Ostseite kann einem das deutlich werden. Ein bergiger Landstrich, der vergleichsweise nur dünn besiedelt ist. Hier findet man sie noch, die Orte der Ruhe, fernab der Großmetropole Honolulu. Paradiesische Szenen werden wir gleich noch im Kualoa Park begegnen, dem nächsten Stopp an diesem Tag. So, ich stehe jetzt hier vorm Kualoa Park. Das sind Namen, ey, das soll sich mal ein Schwein merken. Hier gibt es ganz, ganz viele Palmen. Hier gibt es wieder einen ganz tollen Blick aufs Wasser. Und ich sage euch eins, Leute, die Bilder, die man hier machen kann, die sind alle nicht gefotoshoppt. Die kommen eins zu eins so aus der Kamera raus. Und im Übrigen muss ich sagen, sämtliche Reiseberichte, Reiseführer und Berichten von Freunden, ihr hattet alle recht, das ist eine wunderschöne grüne Insel. Wenn man sich mal hier so die Berge anguckt, alles schön grün bewachsen. Weiter des Weges erreiche ich das polynesische Kulturzentrum, ein Themenpark, der seinen Besuchern unter anderem 8 simulierte tropische Siedlungen mit polynesischen Wurzeln zeigt. Schautafeln informieren über das sogenannte polynesische Dreieck, dessen Spitze die Hawaii-Inseln bilden. Die linke untere Ecke stellt Neuseeland und die rechte untere Ecke die Osterinsel dar. Bevor es langsam wieder zurück nach Honolulu geht, bleiben noch letzte Blicke auf das North Shore genannte Gebiet. Der nördliche Küstenstreifen.
Er ist besonders für seinen teilweise starken Wellengang bekannt. Oft soll man hier auch große Meeresschildkröten sehen können, die an den Strand kommen. Aber damit habe ich leider Pech. So klingt dieser Tag mit der Rückfahrt und einem ruhigen Abend im Hotel aus. Die zweite Tour auf Oahu führt nach Pearl Harbor, jenem Ort, der durch den Angriff der japanischen Streitkräfte auf die US-Pazifikflotte während des Zweiten Weltkriegs bekannt geworden ist. Sie kamen in den frühen Morgenstunden des 7. Dezember 1941. 2400 US-Amerikaner fanden den Tod und man musste zahlreiche zerstörte Schiffe beklagen, darunter die USS Arizona. Noch heute liegt sie auf dem Grund des Hafens. Über dem Wrack errichtete man eine schwimmende Gedenkstätte. Das Öl, das noch heute aus dem Wrack austritt und an die Wasseroberfläche gelangt, wird als Tränen der Arizona bezeichnet. Neben der fortwährenden militärischen Nutzung liegen die USS Bofin und USS Missouri vor Anker, die man neben einem Flugzeugmuseum besichtigen kann. Mir genügt eine Tour zur USS Missouri, die man per Shuttlebus über eine Brücke zur kleinen Insel Ford Island erreichen kann. Eindringlich wird man darauf hingewiesen, während der Überfahrt nicht zu filmen. Picture taking is not allowed from the bus while traveling over to Ford Island as well as back to the Bofin Park. If you are caught taking a photograph of the bus, your cameras will be confiscated and you'll have to deal with the military police. Once you reach your destination, you can take all the pictures you want. Viele Details zum Schiff sind bei einer geführten Tour zu erfahren. Allein eine Kanone wiegt mit 108,5 Tonnen so viel wie das Space Shuttle, die Holzbedeckung auf Deck dient der Kühlung sowie leichterem Munitionstransport, auf dem Surrender Deck wurde der Zweite Weltkrieg beendet und ein japanischer Kamikaze-Flieger verfehlte das Schiff, aber noch einmal von vorn. Each gun weighs 239,000 pounds. It's about the same as the Space Shuttle. That's one gun. There are nine of them. The turret itself doesn't end here. It goes right down into the lower levels of the ship. That gun turret is five decks high. We're looking at a small part of it here. The rest is all below. And it took almost 100 men inside that gun turret. That figure varied a little bit. The average was 96 men per gun turret. So if all three are firing, you're going to have almost 300 men in the turret. It was labor intensive. Now, I suspect some of you were surprised to see the wooden deck. Let me talk about that for a minute. It's always had a wooden deck. This is teak wood. It's about 2 inches thick, bolted right down to a steel deck. That's what these round plugs are. They're just hiding the bolts. Two good reasons for it. First, insulation. This ship was not air conditioned until the mid-1980s, when the whole ship was modernized. So all through World War II, through the Korean War, no air conditioning on the ship. The wooden deck absorbed a lot of the heat from the sun, just like a day like today. Sun beating down on the ship, wooden deck absorbed a lot of that heat. Kept it about 20 degrees cooler down below, where the men lived and worked. So
comfort was one of the reasons. Second reason had to do with this thing standing right beside me here. This wagon, steel wheels on a steel deck can cause a spark. When you're standing next to one of these things, you do not want to see a spark, okay? So that's the second reason. Okay, well, we are standing on the surrender deck. We had the plaque you just passed, that's where the table sat, that's where the surrender was signed. That's where World War II ended, on that spot. Now, the table that was used that morning, it was an 8-foot-long folding wooden table brought up from the crew's mess deck. So sailors had just eaten breakfast off that table. Set it up right over there, put a green tablecloth on it, put two sets of documents on the table. One for Japan, one for us. And when they did, they killed themselves, but they caused a lot of damage and a lot of casualties. They were called kamikazes. Japan used them the last year of the war, suicide planes. Okay? This one hit on April 11th, 1945, during the Battle of Okinawa. During that battle, hundreds of kamikaze attacks were made against our ships. Hundreds. Many ships were sunk because of it. And many were attempted against the Missouri. All were shot down or chased off, with one exception. That plane made it through, it crashed here. When it hit, it broke into pieces. Part fell into the ocean, part cartwheeled onto the deck, spilling aviation fuel and causing a major fire. Any questions on anything? About the ship, about Pearl Harbor? Thank you for being here today, folks. Thank you. Thank you very much. Zurück in Waikiki hat man nach einem typischen Besichtigungstag der Sehenswürdigkeiten in Pearl Harbor noch genug Zeit, die Abendstunden am Strand zu genießen. Wie ich feststelle, wird auch hier häufiger hawaiianisches Tanz- und Liedgut aufgeführt. Gepaart mit dem Sonnenuntergang kann man Hawaii eigentlich gar nicht eindrucksvoller erleben. We'd like to bring our dancers back on stage as we take you to the island of Hawaii. Ein letztes Mal muss ich der Mietwagen beweisen, auf der Tour Nummer 3 zum südlichen Zipfel der Insel. Nahe beieinander liegend sind der erloschene Vulkankrater Diamond Head und die Hanauma Bay. Die Straße führt zunächst durchs Wohngebiet, unterhalb des Vulkankraters entlang der Küste. Von hier aus hat man einen ungetrübten Blick auf den Pazifik. Der Versuch, in der Ferne eine andere Hawaii-Insel auszumachen, misslingt. Zu groß ist offenbar die Distanz. Spätestens jetzt wird einem auch klar, warum man hier zum Inter-Island-Hopping Flugzeuge jeglicher Art von Schiffen vorzieht.
weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, aber diese grüne, wunderschöne gepflegte Grasfläche bzw. diese Gebirgsränder, das war alles mal ein Vulkan. Ich bin nämlich jetzt hier beim Diamond Head angekommen. Das ist dieser eine von den beiden Vulkanen. Der hier liegt sozusagen gleich am südlichen Zipfel. Und hier gibt es einen Wanderweg, der gibt so 170 Feet irgendwie die Berge hoch. Und von da aus soll man eine schöne Aussicht auf Honolulu haben. Auch mal ein bisschen festere Schuhe angezogen, nicht immer nur diese Sandalen latschen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt mal einen Berg hoch. Wenn man hier parken will, kostet es im Übrigen $5. Fußgänger zahlen $1. Also es ist durchaus vertretbar und gehört zu einer der Sehenswürdigkeiten hier von Honolulu bzw. in Hawaii. Vor dem tollen Ausblick sind jedoch die anstehenden Höhenmeter zu bewältigen. Zunächst noch geteert, schlängelt sich der Wanderweg entlang der Hänge den Berg hinauf. Doch nicht nur das, die letzten Meter zum Gipfel sind in Form langer Treppen und gar einer Wendeltreppe in das innere Tuffsteinmassiv geschlagen. Vor mir hier die Amis, die latschen hier lang, sind am Röcheln die ganze Zeit, kriegen kaum Luft und die Kinder sagen, oh, ich sterbe. Und die Schwester sagt dann so, was, wie, wenn du stirbst, kriege ich dann dein iPod? Und sie so, nee, der ist eh kaputt und bla, ist total krass. Durch den Tunnel. Von 232 Höhenmetern über dem Meer sieht die Umgebung schon gleich ganz anders aus. Die ehemalige Vulkanstruktur wird deutlich sichtbar. Man vermutet, dass der Li'ai, so heißt er auf Hawaiianisch, vor 300.000 Jahren in einer einzigen Eruption entstand. Der breite untertassenförmige Krater bedeckt ca. 1,5 Quadratkilometer und ist deutlich breiter als hoch. Seit der Eruption erodierten die Hänge und wurden von Regen, Wind und Meer bearbeitet. Abseits von der Straße 72 habe ich hier gerade mal angehalten. Ich bin hier jetzt kurz vor der Hanauma Bay, die sehen wir dann gleich im Anschluss. Hier oben hat man eine schöne Aussicht auf einen südlichen Teil der Insel Oahu und man erkennt auch deutlich, Oahu ist auch sehr schön grün bewachsen. Hanauma Bay, jetzt da vorne steht's. Ein Admission-Ticket kostet $7.50 und Parken kostet auch noch $1, also $8.50. Aber alle Reiseberichte sagen, hier muss man unbedingt hin, weil hier ist es so schön. Where can I get the Admission-Ticket? The man from the red umbrella up ahead on your right are the next cashiers. Okay. 1, 2, 3, 4, you're receiving. Thank you. Hanauma Bay, zu Deutsch die gekrümmte Bucht. Nur von oben betrachtet erlangt man die Gewissheit, dass auch sie vulkanischen Ursprungs ist. Durch ihre mehrseitige Öffnung bietet dieser erloschene Vulkankrater zahlreichen Fischarten ein sicheres Zuhause und Schnorchlern eine einmalige Unterwasserwelt. 1961 diente die Bucht überdies als Kulisse für den Elvis Presley-Film Blue Hawaii. Thank you.
Zu hohe UV-Strahlung lässt mich die Bucht vorzeitig verlassen und ich setze die Fahrt auf der Küstenstraße fort, deren Verlauf auf den kommenden Meilen stark an den kalifornischen Küstenhighway 1 erinnern wird. Später werde ich dann links abdrehen und wieder Honolulu ansteuern, womit sich der Zirkel Tour Nummer 3 schließen wird. Hier ist immer ein bisschen eng, aber das klappt. Es ist bereits der letzte Abend hier in Waikiki. Morgen geht es zum Flughafen, dann habe ich einen Inner Island Flight rüber nach Hilo auf die südlichste der Hawaii-Inseln, nach Big Island. Der Flug geht irgendwann so plus minus 14 Uhr und dann zum Flughafen fahren, Wagen abgeben, einchecken und so weiter. Jetzt ist es 11:30 Uhr, um 14.50 Uhr habe ich einen Inter-Island-Flug hier von dem Flughafen in Honolulu rüber nach Hilo auf Big Island. Das sind Luftlinie so 380, 350 Kilometer. Der Flug dauert 50 Minuten, das Ganze geht mit Hawaiian Airlines. Aber vorher heißt es erst einmal Check-in. Bereits in Reisetagebüchern war zu lesen, dass sich die Fluggesellschaft den Transport größerer Gepäcktaschen extra bezahlen lässt. Je Flugrichtung 10 US-Dollar. Ich finde diesen Flughafen ja irgendwie ein bisschen krass, muss ich dazu sagen. Ich meine, ich bin jetzt hier im Sicherheitsbereich. Also ich bin schon gerade einmal durch die Sicherheitskontrolle. Hier ist alles offen. Das sind hier jetzt so die Gänge zu den anderen Gates. Ich muss gleich zum 49er. Aber da das noch ein bisschen dauert, würde ich sagen, gibt es erstmal einen schönen Chai-Tee. Ist dann gleich wieder heißt Let's Get Airborne. Aloha, ladies and gentlemen. On behalf of Hawaiian Airlines and its alliance partners, I would like to welcome you to the boarding area for flight 260 to Hilo. We now have assigned seating to make your flying experience hassle-free. Please remain seated and we'll start boarding you by rows in just a few minutes. Mahalo.
Einfach unbeschreiblich sind die Blicke auf die Hawaii-Inseln aus der Luft. Vulkankrater, steile Berghänge, unendliche Meeresweiten. Die Maschine überfliegt Molokai und Maui, ehe die Landmasse der größten Insel in Sichtweite kommt. Schon vom Flugzeug aus sind die Berge Mauna Kea und Mauna Loa mit ihren bis zu 4000 Metern Höhe zu erkennen. Bereits jetzt bin ich auf die geführte Gipfeltour zum Mauna Kea gespannt. So, jetzt ist es kurz vor 4 und ich werde mir jetzt erstmal Mietwagen Nummer 2 abholen. Der Airport hier, der kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, schon wie so ein abgeschiedener Ort irgendwo im Pazifik auf so einer ziemlich einsamen Insel. Erstmal die Piste hat der Pilot gerade ganz komisch angeflogen, fast in so einer 90-Grad-Kurve, das war schon ziemlich krass. Und die Vegetation hier, finde ich, gibt es schon wieder ganz andere Pflanzen als drüben auf Oahu. Und hier die Stadt Hilo, das ist ja nur so ein kleines 40.000-Seelendorf oder sowas, also nichts Großes. Aber genug der ganzen Vorrede, jetzt geht's rüber zum Mietwagencenter. Endlich mal ein Flughafen, der übersichtlich, klein und einfach nur beschaulich ist. Nicht diese Riesendinger hier ewig. Schon nach einer Handvoll Meilen lässt mich die Vegetation fast glauben, ich sei im Urwald. Zumindest sehen die Bäume links und rechts der Straße danach aus. Gleich hinter dem Flughafen gelegen, mache ich als erstes eine Nacht in der Arnold's Lodge klar. Das Anwesen ist für Backpacker optimiert und sehr preiswert. So, ich bin jetzt in Hilo angekommen und habe mich hier in der Arnold's Lodge einquartiert. Hier kann man entweder einen Schlafraum nehmen oder ein Semi-Private Room, den habe ich. In dem Fall nämlich mit gescherter Küche. Dann das hier ist mein Zimmer. Und dann gibt es noch das Badezimmer, das ist hier hinten. Damit man hier nicht die ganze Zeit das Licht anlässt, ist das hier ein Zeitschalter. Und dann ist hier noch ein Raum, der aber gerade nicht vermietet ist. So, ich bin jetzt hier im Liliuokalani Gardens angekommen. Die haben Namen hier, ey, ich kann sie mir nicht mal merken, ich kann sie noch nicht mal aussprechen. Ist aber egal. Das hier ist schon eine der ersten Sehenswürdigkeiten in Hilo, nicht unweit vom Stadtzentrum entfernt. Das ist nämlich ein japanischer Garten. Das ist jetzt mal der Versuch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen hören. Und zwar das Grillengeräusch in Verbindung mit irgendwelchen komischen Vogelviechern, die hier so mitten in der Nacht irgendwie rumträllern. Es ist wie im Urwald. Der Morgen an der Arnold's Lodge beginnt mit einer Erkundung der Flora und Fauna. Eine prächtige Blütenpracht schreit förmlich danach, näher betrachtet zu werden. Dennoch liegen die eigentlichen Ziele des Tages etwas weiter weg, sodass man sie idealerweise mit dem Auto erkundet. Der Rainbow Fall, der Akaka Falls State Park und ein historischer Park mit eher unaussprechlichen Namen auf der westlichen Inselseite. Zeit also zum Aufbruch. Jetzt ist es 9.28 Uhr, ich stehe immer noch beim Parkplatz auf der Arnold's Lodge, ich würde sagen. Wir starten jetzt hier mal die Engine und hauen jetzt hier mal ab. Das Ziel lautet
jetzt hier in Hilo, habe ich heute Morgen noch schnell beschlossen, die Rainbow Falls. Sollen sehr schöne Wasserfälle sein. Und danach gibt es noch mehr Wasserfälle bei den Akaka Falls oder wie sie heißen. Der Name klingt wirklich so, es ist ganz schlimm hier. Well, there's this girl that I remember. Whoa, whoa. A long time ago. And she broke my heart. Yes, I remember. Such a long time. Where did the years go? Where did they go? Whoa, whoa. Schönes Naturschauspiel, die Rainbow Falls. Sieht total naturbelassen aus und alles. Eigentlich so mittendrin in der Natur. Dieses Bild täuscht allerdings etwas. Ich drehe die Kamera mal nach links um 90 Grad. Da sieht man schon, dass das hier ein Touri-Punkt ist. Und hier einige Reisebusse der Polynesian Adventures im Minutentakt halten und die Touris rauswerfen zum Fototermin. Nach kurzer Fahrzeit erreiche ich den Akaka Falls State Park, etwa 11 Meilen bzw. 18 Kilometer nördlich von Hilo gelegen. Mit 129 Meter Fallhöhe werde ich gleich einen weiteren beachtlichen Wasserfall zu sehen bekommen. Hier bei den Akaka Falls gibt es einen Rundwanderweg, den ich jetzt hier mal gehen werde. Der ist so 700 Fuß lang und wenn man hier sich so mal so umschaut, das ist alles tiefster Regenwald. Sehr, sehr viel und sehr, sehr große Bambussträucher. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, fahren wir uns mal rein, was hier so geht. Hier sehen wir die Kahuna Falls. Leider kommt man nicht so dicht dran, aber der Höhenunterschied, den das Wasser da zu bewältigen hat, ist auch schon mal nicht von schlechten Eltern. Ich stehe jetzt hier noch auf dem Parkplatz bei dem Akaka Falls und ich gucke gerade mal, wie es jetzt weitergeht. Ich fahre jetzt an der Küste entlang weiter nach Norden, an Waimea vorbei oder wie es heißt, und dann kriege ich das hin. Also einmal um die halbe Insel. Gleich neben der dritten Sehenswürdigkeit für heute werde ich mich in der kleinen Ortschaft Captain Cook einquartieren. Aber erstmal gilt es einiges an Strecke zu bewältigen. Man lehne sich also zurück und genieße eine europafremde Landschaft. And she broke my heart. Yes, I remember. Such a long time. Where did the years go? Where did they go? Whoa. So, da wären wir jetzt bei der nächsten Sehenswürdigkeit auf Big Island angekommen.
ein Park mit diesem wunderschönen Namen, den ich jetzt eigentlich gar nicht aussprechen mag. Ihr könnt euch ja mal dran versuchen. Der Park ist im Übrigen hier unten an der Küste gelegen. Und die Hauptverkehrsstraße, die ist ein bisschen weiter oben am Berg. Dort habe ich mir für heute Abend auch noch schon ein Hotel gesucht, und zwar das Manago Hotel. Auch wieder mit Shared Bathroom, kostet dann, glaube ich, die Nacht irgendwas um die $30, also relativ preiswert. Und naja, aber erstmal gucken wir hier unten. The sea, the sky, the land, and the living things of the island world were created by the gods. At one time, this island and its neighbors were voiceless. No one was here to laugh, shout, or sing. The nearest people lived on specks of land to the south, over the horizon. One day, my ancestors left the southern islands. I don't know why. Maybe there were too many people for the land. Maybe they set out to find a place where they could do things their way. It was a long voyage, and many died. The double canoes were tossed like leaves on the shaky seas. Paddlers died of thirst on the hot, still days. Für die nächsten zwei Nächte habe ich hier im Manago Hotel eingecheckt. Das liegt gleich an der Bundesstraße 11. Zwei Nächte habe ich mich hier einquartiert. Dieses bisschen Raum hier, das kostet mich gerade $32, $33 die Nacht. Hat kein eigenes Bad, das ist draußen auf dem Gang. Auch keine eigene Dusche, auch die ist draußen auf dem Gang. Also Shared Bathroom. Und wenn ich mir so den Raum ansehe, so stelle ich mir den Wilden Westen vor. Heute wird ein langer Tag. Er beginnt an jenem Ort, in welcher der Seefahrer James Cook am 14. Februar 1779 sein Leben ließ, die Kealakua Bay. Wenn man mal hineinzoomt, sieht man auf der anderen Seite das Captain Cook Monument. Es gibt leider keine Straße, die dorthin führt. Man könnte vielleicht mit dem Boot rüber schippern, das wäre eine Möglichkeit. Das ist jetzt aber nicht geplant. Und deswegen begnügen wir uns mal mit dieser Bildeinstellung. Bei seiner dritten Südseereise gelangte Cook während eines Festes zu Ehren des Gottes Lono in die Bucht. Derbes Verhalten der Mannschaft ließ die Gastfreundschaft der Einheimischen schwinden. Es kam zu Diebstählen und gar dem Versuch, den König dafür als Geisel zu nehmen. Während Cook in einer ihn bedrängenden Menschenmenge noch Befehle erteilen wollte, wurde er von hinten niedergestochen. Er fiel mit dem Gesicht ins Wasser, wurde hinausgezerrt und niedergemetzelt. Vier Marineinfanteristen und einige Hawaiianer ließen bei diesem Ereignis ebenfalls ihr Leben. Das hier ist der Weg von der Kayakalakula, was weiß ich, Bay, wieder hoch zurück auf die Straße 11. Und die liegt ja etwas oben am Berg. Und dazu muss man jetzt erstmal jede Menge Serpentinen hochfahren. Viel Spaß! Well, there's this girl that I remember. Whoa, a long time ago. And she broke my heart. Yes, I remember. Such a long time. Where did the years go? Where did they go? Ich gucke jetzt mal auf meinen Zeitplan. Um 14.55 Uhr, jetzt ist es gerade 10.47 Uhr, werde ich aufgesammelt zur Tour auf den Mauna Kea. Diese Tour wird einige Stunden dauern. Noch bin ich übrigens sehr leger gekleidet. Ich habe eine lange Hose dabei. Ich habe meine dicke Jacke dabei, weil auf Mauna Kea ist es verdammt kalt. Wahrscheinlich nur 1 bis 2 Grad. Der Berg ist 4200 Meter hoch. Das Wetter sieht ja zumindest hier unten schon mal gar nicht so schlecht aus, dass wir da heute Abend einen schönen Sonnenuntergang haben werden. Ein Fußmarsch auf dem Ali Drive, auch bekannt als Kailua-Kona-Promenade, lässt die Zeit wie im Fluge vergehen.
Viele Geschäfte reihen sich an der Küstenstraße dicht an dicht und ein schöner Blick raus aufs Wasser schafft ein Hawaii-typisches Bild. Und dann, pünktlich um 14.55 Uhr, geht es endlich los auf Hawaiis höchsten Berg. Und da kommt schon der Pickup-Service. This is our crew for today. Now we're gonna have a great day today. It's actually looking beautiful up on the mountain. It's gonna be a really nice one for us. Anyway, once again, my name is Chris. I'll be taking you up the mountain. And as we're heading up the mountain, I'll be telling you a lot about the island. We're gonna be talking about our geology. Some plants and animals, some local history, some general Hawaiian history. We'll also be certainly talking about our observatories up on top, and then taking you through the night sky and telling you a whole lot about the universe as well. So we've got a lot of material to cover. Welcome aboard, everybody. Der Bus ist mit Touris voll beladen. Ein langer Trip beginnt. Die Fahrroute geht zunächst grobe Richtung Waimea, um dann aber vorher auf der Saddle Road, also die Sattelstraße zwischen den beiden Ex-Vulkanen Mauna Kea und Mauna Loa, abzudrehen. Von nun an geht es also ständig bergauf. Zuvor fahren wir kurz hinter Kailua an ausgedehnten Lavafeldern vorbei. Tourführer Chris hält einen ewigen englischen Monolog. Da gibt es beispielsweise die zwei Lavatypen, Poihoihoi und Ah-Ah. Zwar chemisch gleich, unterscheiden sie sich in ihrer Struktur und Fließeigenschaft. Und dann sind da noch die Lavahöhlen, in der die Einheimischen ihre Toten bestattet haben. Allesamt viele Infos bis zum Zwischenstopp am Visitor Center auf 2800 Meter Höhe. Before we make our turn, I want to point out this pile of stones off to the left-hand side of the vehicle. That is actually an ancient shrine. It is what we call a traveler's shrine. And this has been maintained over the years by the Hawaiian people. Da hinten sieht man bereits die Wolkendecke und wir sind schon ganz weit oben. Da ist die Mauna Kea Access Road, da sind wir gerade hochgefahren und haben hier erstmal Halt gemacht am Visitor Center. Und für alle Besucher gilt auch erstmal einen Stopp hier einzulegen, damit sich der Körper an die Höhe gewöhnen kann, weil mit zunehmender Höhe fehlt der Luft bis zu 30% Sauerstoff. Und ich merke das auch selber, wenn man hier ein paar Schritte geht, man ist vergleichsweise schnell außer Atem und man fängt dann schnell an zu atmen, damit man wieder genug Sauerstoff nachbekommt. Und darauf muss sich der Körper erstmal einstellen. Aber das ist ja noch gar nichts. Wir sind ja noch lange nicht oben. Wir haben ja noch mal so ein paar Meter, die wir rauf müssen. Das geht jetzt hier gleich weiter. Dazu geht es dann die Straße rauf. Noch ist sie geteert, aber wenige Meilen danach wird sie in einer Gravel Road enden. Ein Pluspunkt für diese Tour sind die Thermojacken und Handschuhe für jeden Teilnehmer. Hier ist es schon deutlich kühler und abermals ein paar Grad kälter wird es gleich auf dem Gipfel sein. Der zweite Pluspunkt, der Veranstalter reicht ein gutes Abendessen, woraufhin wir im Anschluss die Fahrt fortsetzen. Bodenwellen, Schotter, Schlaglöcher und die Steigung sind wohl die Gründe, warum nahezu alle Mietwagenfirmen es untersagen, mit ihren Fahrzeugen diese Wegstrecke zu befahren. Wer es dennoch hierher geschafft hat, wird feststellen, dem Himmel so nah, der Erde so fern.
also we will be together for the rest of the evening. We're going to kind of hang out together as a group, so we should all say hello. So, aloha. Aloha. Okay, pretty good. Not bad. Also, we're pretty good elevation up here. So if anybody is feeling a little lightheaded or dizzy, go ahead and sit down on the ground where you are. But with all that being said, we'll go ahead and start talking about the observatories. So we are here in the parking lot of the Caltech Submillimeter Observatory. Now this was built in its entirety on the campus of Caltech. They wanted to make sure that it worked before they brought it over here. Sure enough, it did. So they disassembled it, brought it over here, and reassembled it bolt by bolt and rivet by rivet. Submillimeter telescopes are looking at the very cold places out in space, and as a result, they try to keep their detectors very cold as well, somewhere around the range of 0.484 degrees. Kelvin. Ja, die Teleskope. Davon gibt es einige hier. Obwohl von verschiedenen Universitäten und Institutionen aus 11 Nationen betrieben, werden sie kollektiv als Mauna Kea Observatorium bezeichnet. Der Standort ist ideal. Die vorherrschende Luft ist dünn, klar und trocken, eine Voraussetzung für die Infrarotastronomie. Weiterhin liegt der Gipfel über der üblichen Wolkendecke und Luftverwirbelungen sind extrem selten, was optimal für die Qualität astronomischer Aufnahmen ist. Als wahres irdisches Erlebnis hier oben kann man den Sonnenuntergang bezeichnen. Allein ein eigener Programmpunkt auf den Mauna Kea Summit Adventures. Gegenüber der ganzen Teleskope, die Luft ist dünn. Das ist der wahre Gipfel von Mauna Kea. Da kann man rüberlaufen, mache ich jetzt aber nicht. Ich bin interessiert am Sonnenuntergang und an den Teleskopen. Das war der Sonnenuntergang hier oben auf den Mauna Kea. Schon wirklich ein gigantisches Erlebnis, mal hier oben zu sein, weil man diesen Ort ja schon sehr oft in irgendwelchen Dokumentarfilmen, gerade so zu astronomischen Themen, gesehen hat. Jetzt geht's erstmal gleich wieder den Berg runter und mal gucken, ob man dann vielleicht noch ein paar Sterne beobachten kann. Zurück am Visitor Center werden für uns zwei Teleskope aufgebaut. Sterne gucken live. Man hat das Gefühl, den Sternen noch nie so nah gewesen zu sein. Die Milchstraße lässt sich mit bloßem Auge erkennen. We're looking to the southwest. You see what you kind of see what looks like a band of clouds here or a band of stars? Yeah, yeah. Well, in fact, that's the winter portion of your Milky Way galaxy. Our Milky Way galaxy is kind of looks like a frisbee. It's got about 200 to 400 billion stars. We're about two-thirds of the way out from the center, but it also has two spiral arms. And in the winter time, we look towards one of the spiral arms. Now, since it's like a frisbee, if you rotate 90 degrees with that frisbee, what happens is you're looking to outer space. Uhr am Morgen. Recht früh ausgecheckt gerade hier im Managua Hotel. Jetzt werden wir uns mal langsam dem Südzipfel der Insel widmen.
und zwar im Wesentlichen dort dem Volcano National Park. Der Vulkanpark ist der letzte große Programmpunkt dieser Reise. Auf dem Weg dorthin halte ich zunächst an einem Aussichtspunkt an. Ausgedehnte Lavafelder erstrecken sich entlang der Straße. Die Landschaft wirkt insgesamt gräulich. Nur vereinzelt versucht die Vegetation wieder die Oberhand zu gewinnen. Ein Prozess, der wohl Jahre dauern wird. Wesentlich grüner wird es ein paar Meilen später am South Point aussehen, dem südlichsten Punkt von Big Island, wo ich mich ebenfalls umsehen werde. Zum South Point, dem südlichsten Punkt auf Big Island und damit wohl auch wirklich dem südlichsten Punkt der USA. Na, die Dinger hier haben aber auch schon bessere Zeiten gesehen. Touris halten bekanntlich alles im Bilde fest, so auch ich vom Schild des Hawaii Volcanoes National Park. An der Kasse wird auch sogleich der Ranger auf meine Filmtechnik aufmerksam. Camera set up, eh? Yeah. You got the whole thing going here. It's going to be a little documentary about Hawaii. Oh yeah? Yeah. Oh, with this setup you can shoot the street and the landscape. Oh yeah, yeah. By the way, is there any chance to see any flowing lava around flowing here? Lava, yeah, yeah. The volcano is very active. You okay. See a lot of gases and steam beating me, yeah. But as far as red lava, no. We were a month and a half late. Ah, yeah. Thank you very much. Okay, you're welcome. Enjoy. Thanks. Also keine fließende Lava. Reisen lassen sich nun mal nicht immer nach Vulkanausbrüchen planen. Die Folgen jüngster Aktivität haben aber die Parkleitung dazu veranlasst, einen Teil des Areals zu sperren. So splittet sich das Besuchsprogramm in eine nördliche und eine südliche Route. Die nördliche führt entlang der Steam Vents zum Jagger Museum, während auf der Südtour eine Lavahöhle und ein Teilstück von Lava überfluteter Straße interessant sind. Steam Vents. Oh, hier ist es am Kochen und am Brodeln und am Blubbern. Da gehe ich doch mal gleich hin. Da, wo es dampft und brodelt, bin ich sofort dabei. Also auf Island war das ja noch ganz nett mit dieser warmen, schwefligen Wolke. Aber wenn es schon warm ist, dann noch eine wärmere Wolke. Ein kleiner Rundweg führt vom Parkplatz zu einem Areal mit Schwefelablagerungen. Das chemische Element benetzt Steine und Pflanzen. Dabei sind bizarre gelbliche Formen entstanden.
weiter des Straßenweges erreiche ich das Thomas A. Jagger Museum in Erinnerung an den gleichnamigen amerikanischen Vulkanologen. Von hier hat man die beste Sicht auf den Krater des Kilauea, einem der aktivsten Vulkane der Erde. Im Museum gibt es viele Informationen zum Vulkanismus. Besonders interessant sind aufgestellte Seismographen, deren Sensoren auf Big Island verteilt sind. Deutlich lässt sich erkennen, dass die Insel noch lange nicht zur Ruhe gekommen ist. Ich glaube, ich bin jetzt hier gerade mitten im Urwald angekommen. Hier führt jetzt gerade so ein Wanderweg zu einer Lava-Tube. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ziemlich feuchtes Klima, würde ich sagen. Es tropft an allen Ecken und Enden. Diese Höhlen sind gerade auf Hawaii besonders zahlreich und entstehen, wenn Lava an der Oberfläche bereits erkaltet, aber im Kern noch flüssig ist. Nach dem Versiegen können solche Röhren zurückbleiben. Ich stehe jetzt hier vor einem von vielen Lavafeldern im Volcanoes National Park. Diese Lava hier, die ist hier lang geflossen im Juli 1974. Es ist immer wieder interessant auch zu sehen, dass die Natur sich so langsam Stück um Stück wieder ihren Platz zurückerobert. Einige der Lavaströme fließen den Berg hinab und erreichen die Küste. Deutlich lässt sich das von einem Aussichtspunkt erkennen. Über die Zeit entsteht so neuer Landgewinn. Der heiße Lavastrom macht dabei vor nichts Halt. Im südlichen Teil des Parks hat es die Küstenstraße getroffen, die dadurch für Fahrzeuge unpassierbar wurde. Bleibt nur noch die Möglichkeit der Erkundung zu Fuß. Besonders plakativ empfinde ich das von Lava umflossene Straßenschild Road Closed. Das bringt es in der Tat auf den Punkt. So, ich habe jetzt eingecheckt im Volcano Inn. Der Raum hier ist geil, muss ich mal dazu sagen. Hier gibt es schnelles, kostenloses und tolles WLAN. Und das ganze Gebäude hier liegt inmitten von so ein bisschen Regenwald. Ganz tolle Blumen wachsen hier, die bei uns eigentlich sonst nur im Sommer wachsen. Was man ansonsten auch noch beachten muss hier, der Fußboden, der ist 1A edel und man muss die Schuhe vorher ausziehen. So, willkommen zurück in Hilo. Ich habe ein Problem. Ich habe nichts mehr zu tun. Was mache ich denn jetzt? Also zum einen könnte ich jetzt auch mal was essen und zum anderen habe ich noch ein Problem. Der Tank ist noch so voll. Aber den vergeige ich euch noch, Leute, hier. Also dieses Prepaid mit der Tankfüllung ist total doof. Wie verbringt man die letzten Stunden auf Big Island? Der Flug zurück nach Honolulu startet erst am Nachmittag. Da das Besichtigungsprogramm abgespult ist, lande ich nochmals ziellos an der südlichen Küste und verbringe noch ein paar Minuten an der Hilo Bay, ehe es dann darum geht, um die halbe Welt zurückzureisen. Schon besser, jetzt kann man ihn zurückgeben. So, ich sitze jetzt am Gate
5 des Flughafens Hilo. Und ja, ich warte jetzt darauf, dass mein Flug Richtung Honolulu startet. Der geht 50 Minuten. Dann habe ich dort 4 Stunden Aufenthalt. Heute Abend hebt dann die Maschine ab Richtung San Francisco. Das dauert dann auch nochmal 5 Stunden. Dann habe ich 8 Stunden Aufenthalt und dann geht es nach Frankfurt, nach Deutschland zurück. Ganz schön langer Trip, einmal um die halbe Welt. Soweit, wie ich auch von zu Hause weg bin, nun geht es über fast 12.000 Kilometer wieder zurück. Am Flughafen Honolulu bieten sich mir in der Abendsonne nochmal letzte Blicke auf die grünen Berge. Ob ich hier nochmal herkomme, wer weiß das schon. Die Nacht hindurch steuern wir auf San Francisco zu, um dort in aller Frühe zu landen. Dann steht nur noch ein Flug auf dem Programm, ehe es wieder heißt, willkommen zu Hause.